Ja, servus die Mama und grüß euch die Buben. Ja, wie man unschwer erkennen kann, ich bin wieder mal unterwegs. Bin im Weg zu meinem kleinen mystischen Wäldchen. Die Strecken brauche ich gar nicht mehr zu sagen, das kennt ihr eh schon alles in- und auswendig. Und wir sehen uns dann hinten. Gibt es ein paar was zum Erzählen, ein paar Neuigkeiten. Also, gehen wir. Ich habe einmal alles aufgebaut. Mein Farb steht, meine zwei Diesel haben wir heute mit. Werdet ihr vielleicht schon gesehen haben, ich habe meinen Helikontex Bergen heute wieder mal dabei. Quasi der erste Ausgang. Umbau dieser noch nicht auf diese G-Hooks. Habe ich noch nicht die richtigen gefunden. Aber gut, das soll es jetzt gar nicht sein. Wer meinen Instagram-Account verfolgt, wird das schon wissen. Ich habe vom Leo den ZDI-Projekt, also eigentlich die den X-Brill da ausschneiden, damit auch die Pfanne besser drauf steht. Psst, leise. Eigentlich nachgebaut. Und das funktioniert ganz gut, habe jetzt schon ein paar Mal im Einsatz gehabt. Ich werde mir jetzt damit mein Mittagessen machen. Es gibt heute so Hühnercurry mit Gemüse aus der Dose. Wird mir eigentlich reichen. Und ich schneide mir dann noch so ein Stück Frankfurter Würstchen dazu. Ja, das wäre dann meine Zwiebeln. Ja, Hühnerfleisch Curry. Einmal drauf damit. Ja, dann gibt es auch heute, heute habe ich die Bialette nicht dabei, absichtlich, die werde ich daheim lassen und habe dafür, mache ich mir so einen Filterkaffee. Ausnehmungen, was ich mir da reingeschliffen habe, so wie beim Leo und oh, macht einen guten Eindruck. Ah, jetzt sagen wir, es passt. So, so aus. Kann nichts passieren. Ja, und ich würde sagen, wenn wir essen, ich sage einmal Mahlzeit, schauen wir mal. Es heißt ja. Ich werde auf alle Fälle jetzt einmal in Ruhe essen und dann melde ich mich wieder. So, Essen ist erledigt, ist Geschichte quasi, war gut, hat mir geschmeckt. Und jetzt gibt es Kaffee und wie versprochen, heute nicht die Bialetti, sondern ich habe meine kleinen, die habe ich sowieso immer dabei. Da habe ich immer zwei mit, diese Beuteln quasi. Dann so Filterbeutel, kann man natürlich auch für den nehmen. Ja, was gibt es dann noch Neues? Ich werde jetzt einmal da kurz reinhalten. Also, ich habe da jetzt da diesen Gürtel in Camo und mit einer Stube einschnallen. Also das ist schon eine ganz andere Liga, muss ich da sagen. Das ist schon sehr geil. Ja, an der Stelle nochmal danke Bernd für das Geschenk. Ich habe den gratis von ihm gekriegt. Hat mich echt gefreut. Gefällt mir sehr gut. Ist natürlich auch schon in Verwendung. Ja, die ersten Blasen steigen auf. Ich brauche das nicht gekochert. Und jetzt werden wir mal schauen, wie wir das da reinbringen. Und jetzt viel zum Verschieden. Oh, geht eh ganz gut. Der rennt auch gleich aus, auch erledigt. Krankensaison. Der erste Gruß gilt wie immer euch. Gesund werden und alle anderen werden zwar nicht krank. Prost!
Ah ja, den kann man schon trinken. Ja, ich muss sagen, quasi der erste Ausritt, Ausgang quasi wieder mit den Bergen. Und ja, ich muss sagen, der Expert tragt sich trotzdem besser. Und ich habe auch gemerkt, ich habe den Bergen genommen und ich habe ihn schon wieder angehört mit etlichen Sachen, was ich eigentlich gar nicht mitbrauche. Das gut, ich habe heute ein anderes Gestell noch drunter für den großen Tisch. Bei den anderen habe ich meistens nur einen kleinen dabei oder halt einen Tisch und keine zwei. Ja. Und so auch noch viel einpackt, was wirklich unnötig ist, was man gar nicht mitbraucht. Aber das verleitet halt einfach wieder dazu, mich einzufühlen. Ja. Werde wahrscheinlich in Zukunft weiterhin auch mit dem Expert-Trainer. Der ist natürlich von Haus aus extrem leichter. Bringt natürlich auch nicht so viel rein. Aber wenn ich dann weiß, okay, ich will mal vielleicht ein größeres Pfandl mitnehmen oder noch mehr, dann ist der Helikontext der Bergen natürlich von Vorteil. Ha, putzt euch. Geht's woanders hin? Ist kein anderer da, den was stechen könnt? Ja, wieder ein schönes Platzl da. Ist ein bisschen neben dem mystischen Wäldchen. Bin da jetzt einmal zwar durchgegangen, habe mich da jetzt ein bisschen woanders hinpflanzt. Ist auch recht schön da. Ich meine, es ist eh überall schön, ist eh wurscht. Ja. Ja, was vielleicht in Zukunft sein wird, dass vielleicht nicht zweimal in der Woche ein Video kommt. Ich habe jetzt einiges schon angefangen im Garten. Ich will da jetzt im Herbst auch noch im Garten einiges weitermachen. Da kann natürlich sein, dass ich jetzt nicht so oft rauskomme, obwohl ich mit dem Rad bin ich auch immer wieder unterwegs, das ist auch immer geil, aber da habe ich die Kamera schon gar nicht mehr mit. Fahre ich nur so um und um. Ja, ab und zu ein schönes Foto, das reicht mir vollkommen, da brauche ich nicht immer die Kamera mit sein. So, werde ich mal meinen Kaffee in Ruhe genießen. Unter meinem günstigen Tag. Ja, heute bin ich mal wieder mit der Sonne, mit der ZV1 unterwegs, weil es wieder ein bisschen mies angesagt haben quasi. Die da tun auch zu ist und so. Aber ich muss sagen, das Gewicht mit dem Stativ und allem, da ist der Bock jetzt zwar schon ein Vorteil. Kann man sagen, was man will. Er macht schöne Videos, gibt es gar nichts. Super stabilisiert. Und von daher wird wahrscheinlich auch, wenn ich unterwegs bin, wieder öfters der Bock dabei sein. Ja, so ändern sich halt die Fuhrzüge quasi. Ja, da wird es ja bald interessant werden, weil ich denke, sie werden jetzt ein Pocket 3 vorstellen, demnächst, DJI. Mal schauen, was das Teil kann. Wenn es interessant ist, werden wir wahrscheinlich zulegen. Und ja, es sind eigentlich die kleinen Kameras, was ich in letzter Zeit bevorzuge. Also, ZV1, gut mit dem Weitwinkelaufsatz, was ich da jetzt drauf habe und diesen Makro ist genauso schwer wie die Sony, also da, ja, aber das kann ich überschrauben und dann ist das immer noch eine Kompaktkamera. Oh, ja, in der Zwischenzeit ist eh 14:15 Uhr, mal wieder ein bisschen unterwegs, mal schauen, was die Chefin daheim macht, ob sie wieder im Garten was tut. Haben jetzt einiges gemacht, habe auch noch relativ viel vor, habe ich kurz erwähnt. Und ja, mal schauen. Ich würde sagen, ich habe eine schöne Zeit gehabt, ich habe ein gutes Essen gehabt, ich habe einen guten Kaffee gehabt. Packe ich langsam wieder zusammen und gehe wieder retour. So mache ich das. Ja, Kamera, wie es zusammenpackt, kommt die Sonne wieder raus, aber ja, so ist es halt.
egal. Ich gehe jetzt trotzdem. Wo ich da wahrscheinlich eh nicht reinkomme, aber gehört so. So, bin ich gleich wieder beim Auto zurück. War wieder schön. Ja, ich sage wie immer, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch, die Buben.